Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Detroit Become Human. Ja, in der letzten Folge sind wir friedlich auf den Straßen gewesen, haben noch mehr Androiden zusammengesammelt, waren friedlich auch demonstrieren. Einige unserer Kameraden wurden niedergestreckt, wir wurden angeschossen, aber wurden noch durch John gerettet, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Und jetzt sehen wir, wie es weitergeht. Ich muss noch mal hier in dieses Gerät gehen. Was passiert denn da? Wozu ist das eigentlich? Ich fasse es jedes Mal an, aber keiner weiß, wozu es ist. Okay. Warte mal, geht's nochmal? Nee. Oh, safe das Eis. Nach den Geschehnissen heute steht das Land vor einem Bürgerkrieg. Die Maschinen erheben sich gegen ihre Meister. Die Menschen haben keine Wahl, als sie zu zerstören. Quatsch. Ich dachte, Kamsky wüsste etwas. Ich lag falsch. Vielleicht stimmt das. Aber du hast nicht gefragt. Ja, es ist richtig. Da war ein Foto von Amanda bei Kamsky zu Hause. Sie war seine Lehrerin. Als Kamsky mich entwarf, wollte er ein Interface, das ihm vertraut war. Er entschied sich für seine Mentorin. Worauf willst du hinaus? Welche Rolle spielt CyberLife bei all dem? Was wollen sie wirklich? CyberLife will nur diese Situation beenden und weiter Androiden verkaufen. Sie haben mir nicht alles gesagt, was sie über Abweichler wissen, oder? Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und dass du keine Fragen stellst. Nur du kannst einen Bürgerkrieg noch verhindern. Finde die Abweichler. Nein. Oder es kommt zum Chaos. Das ist deine letzte Chance, Connor. Ihr seid raus. Das FBI übernimmt. Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit, Hank, ich bin sicher. Du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr, das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen, wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück ans CyberLife. Tut mir leid, Hank. Es ist vorbei. Ach so, Kacke, ey. Wisst ihr jetzt, wo wir uns mit Hank angefreundet haben, dass eigentlich alles so gut läuft? Hank's a Tank. Wir können nicht einfach aufgeben. Ich weiß, wir hätten den Fall lösen können. Du gehst also zurück zu CyberLife? Ich habe keine Wahl. Man wird mich deaktivieren und mein Versagen analysieren. Was, wenn wir auf der falschen Seite sind, Connor? Was, wenn wir gegen Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen?
Wir stehen auf der richtigen Seite. Nein. Menschen haben uns erschaffen. Sie sind unsere Meister. Ach. Keine Maschine sollte ihren Schöpfer bekämpfen. Nein. Als du den Androiden nicht töten wolltest, dabei Kamsky. Du hast dich in sie hineinversetzt. Du hattest Mitgefühl, Connor. Mitgefühl ist eine menschliche Emotion. Ich bin kein Abweichler, Hank. Ich bin eine Maschine. Mehr nicht. Irgendwie checke ich die Antwort manchmal nicht so. Will aufrichtig sein. Ich weiß, es war nicht immer einfach. Aber die Zusammenarbeit mit Ihnen war mir wirklich eine Freude. Und dieser Satz steht nicht in meinem Beziehungsprogramm. Ich meine das ernst. Zumindest glaube ich das. Na, sieh mal an, da kommt Perkins, das blöde Arschloch. Sie verschwenden keine Zeit beim FBI. Wir können nicht aufgeben. Die Antwort liegt irgendwo in den gesammelten Beweisen. Wenn Perkins sie mitnimmt, ist es vorbei. Wir können nichts tun. Du hast Fowler gehört. Wir sind raus. Sie müssen mir helfen, Lieutenant. Ich brauche mehr Zeit, um in unseren Beweisen einen Hinweis zu finden. Ich weiß, dass die Lösung vor uns liegt. Hör zu, Connor. Wenn ich den Fall nicht löse, wird CyberLife mich zerstören. 5 Minuten. Mehr will ich nicht. Der Kellerschlüssel liegt auf meinem Tisch. Und beeil dich, ich kann sie nicht ewig aufhalten. Nimm doch. Perkins, du verdammter Schwanzloser! Oh, haut ihm jetzt voll auf die Fresse. Danke. Hank, du bist der Beste. Ja, polier ihm die Fresse, Mann. Das hat er verdient. Hey, Connor. Ich rede mit dir, Arschloch. Wo willst du hin? Wir brauchen hier keine Plastik. Hey, Arschloch, ich rede mit dir. Klappe halten, der Vogel, ey. So. Mach oft da den Schinken. Na dann. Exoplanet! Hanks Passwort. Nimm Sumo. Was würde sich ein knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen? Der Name von seinem Sohn vielleicht. Ach, scheiß Passwort, okay. Natürlich. Wo ist Jericho? Die Antwort ist hier irgendwo. Der Abweichler, der das Kind als Geisel nahm. Biokomponente ist notwendig. Na, von euch die? Mit. Was ist das da? Tagebuch. Arkes. Ich will mal hier die hätte. Hat einer von euch hier so Biokomponenten noch? Guck mal ran da. Der Android, der seinen Besitzer ermordete. Hast du nicht gefehlt, ich hoffe. Ja. Du hast gelogen, Connor. Ich hab dir vertraut und du hast gelogen. Ich muss Jericho finden. Weißt du, wie man dorthin kommt? Du
vergeudest deine Zeit. Ich weiß nichts über Jericho. Aber ich hoffe, du wirst doch für deine Taten bezahlen. Tut mir leid. Warte mal. Bei irgendjemandem wird ja was anderes fehlen. Dann nehmen wir mal das noch mit. Nehmen wir auch noch mit. Achso, das können wir nur einsetzen. Ah, okay. Sorry. Dann nehmen wir das mit. Ja, nimm es mit. Bei ihm? Ah, 398-3V. Haben wir nicht. Und bei dir hier? 3989V. Hat ihmchen doch hier. Guck mal. Hier, du kriegst deins wieder. Und gib's mir bitte das da. Wie alt war das Richtige? Habe ich jetzt das Richtige gedrückt? Ist da wollte ich. Nee, ist. Das war das Richtige. Okay. Mein Gott. Warte mal. Ah, welche ist denn? Ist das das Stimmen? Versuche ihn auszutricksen. Wie soll ich ihn denn austricksen? Hallo? Was hat jetzt bei ihm gefehlt hier? Müssen wir ihn links anmachen? Ah. Ja, ich hab doch eine Idee. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Alter, du bist so ein kleiner Arsch, wa? Ein bisschen hinterhältig sind wir schon. Tagebuch noch kurz. Ich hoffe, das bringt uns was. Ruperts Tagebuch. Aber es ist nutzlos. Es ist verschlüsselt. Und dann gehen wir jetzt schnell zu dem zurück, in der Hoffnung, dass die Zeit nicht gleich... Ja, ist gut. 2 Minuten habe ich noch.
Geschwister? Wer bist du? Es ist alles in Ordnung. Keine Sorge. Marcus? Bist du das? Ich wollte zu dir. Der Abweichlerjäger hat mich gestoppt. Dank dir hat er mich nicht gefunden. Du hast mich gerettet. Du hast Jericho gerettet. Jetzt wird alles gut. Ich werde dich nach Hause holen. Sag mir, wo ich Jericho finde. Wir müssen los. Wo du Jericho findest? Ja. Ja, natürlich. Marcus? Ist das du, Marcus? Verlass mich nicht, Marcus! Oh, das war schon ein bisschen arschig, ne? Davon träume ich, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Tun Sie das nicht, Gavin. Ich weiß, wie man die Abweichler stoppen kann. Du bist raus. Und jetzt mache ich es endgültig. Oh, verkackt. Voll der Bluthund sind wir. Wow, was gab's noch für Möglichkeiten, ey? Connor hat Grain K.O. geschlagen. Yeah. Pussy. Sollen wir schon wieder den Scheiß da anmachen? Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Nein, bitte nicht. YouTube mag das nicht. Mach das weg. Ah. Ich hoffe, das ist GEMA-freie Musik, was du da abspielst. Ja. Weil sonst muss ich ein bisschen rumschwafeln und gucken, wie wir die Musik vielleicht noch ein bisschen überspielen können. Stadtrazien durchgeführt. Ja. Wow. Ich bin nervös nach dem, was gestern passiert ist. Alles wird gut. Ja, das sagst du. Wir sind fast da. Wie lange fahren wir denn noch? Kannst du mir das sagen? Schläft Alice? Hallo Alice. Oh, ich habe gerade mal auf OBS geguckt. Nicht drauf geachtet. Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig.
pass auf sie auf. Na los, Leute. Beeilen wir uns lieber. Na dann los. Wir müssen einen Bus kriegen. Ort Jericho. Ich denke mal, wir werden hier links lang müssen. Ich habe falsch gedacht. Unerwarteterweise. Komm, Großer, ein bisschen schneller. Wir müssen noch Jericho finden und wir müssen den Bus kriegen. Ah. Jetzt geht das wieder los. Großer, meinst du, das ist der richtige Frachter hier? Aber da laufen ja noch Leute drauf. Ich laufe schon mal ein Stückchen vor. Ich will schon mal gucken gehen hier. Android, wa? Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller. Alter, du bist doch ein Großer. Mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Du fieberst immer noch. Hast du kein eingebautes Fingerthermometer für einen Kinderpopo oder irgendwas? Oder fürs Ohr oder für die Stirn? Oder für unter den Armen? Bleib bei ihr. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara, ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. Irgendwie geht mir die bisschen auf den Keks, dass sie dem nicht mal zuhört. Oh. Wir haben uns gefunden. Hey. Verhalte dich unauffällig. Ich. Also es gibt ja keinen unauffälligeren Typen als mich. Hallo, ich bin der Neue. Suche Freunde. Die Behörden verlangen eine sofortige Auslieferung aller Androiden an das nächste Polizeirevier. Sprengstoff? Falls Sie um Ihre Sicherheit besorgt sind, wählen Sie die Nummer auf Ihrem Bildschirm. Alter, was habt ihr denn geplant? Versuchen Sie unter keinen Umständen, Ihren Androiden selbst zu zerstören. Sie sind unberechenbar und potenziell gewaltig. Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Es war ein Massaker. Der Platz war voller Androiden. Und dann kam die Polizei und feuerte. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber... Hier nicht auch gerade irgendwas? Hey. Sie sehen aus wie Menschen. Menschen, die frei sein wollen. Nach der Androidenkrieg... Wir mal hochgehen. Du bist verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst.
Jetzt wechselt man hier von Person zu Person. Was stand da jetzt gerade? Finde wen? Finde Markus. Wo ist denn Markus? Ja, das ist eine gute Frage. Sie eröffneten das Feuer, obwohl wir unbewaffnet waren. Der wird doch irgendwo... Ich würde sagen, der wird sich da irgendwo im Underground aufhalten und nicht hier... oben. Anscheinend ja doch. Wir müssen keinen rächen, Mann. Kann man Feuer mit Feuer löschen? Nein, kann man nicht. Bist du Markus? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten, sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Ist mir egal, ob sie Mensch oder Android ist. Sie ist jemand, der mir wichtig ist. Die Androiden haben nichts getan. So, Alice, ich dachte, jetzt müssen wir erstmal noch den Typen finden, der uns die Ausweise macht. Ja, ganz evil, ne? Was denn Alice jetzt? Mein Gott, ich und meine Orientierung, ich stelle mich einmal in den Raum und dann weiß ich nicht mehr, wo ich war. Jetzt bin ich mal im Kreis gedreht und schon verlaufen. Der Schnellchecker, wa? Sogar ich mitbekommen. Du wusstest es von Anfang an. Du wolltest es nur nicht sehen. Sie wollte eine Mutter. Und du wolltest dich um jemanden kümmern. Ihr brauchtet einander. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest. Und du die Mutter, die sie brauchte. Vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Stimmt irgendwas nicht?
bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer. Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. Präsidentin Warren sagt, wir sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und müssen zerstört werden. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Es ist ein Desaster. Sie schlachten unser Volk ab. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Wir sind ruhig geblieben. Wir konnten das nicht einfach hinnehmen. Sie töten uns. Nichts wird das je rechtfertigen. Was verpasst? Was bringt es, frei zu sein, wenn niemand mehr am Leben ist? Die Menschen versklavten uns. Ich bereue niemals, gekämpft zu haben. Wir sollten nicht vergessen, wer unsere Feinde sind. Kämpft nicht untereinander. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Wir müssen mit ihnen reden. Konfrontation ist scheiße. Dann denken sie, wir sind aggressiv und knallen uns alle weg. Normalerweise setzt du dich mit den Leuten an den Tisch und verhandelst. Wie es bei einem, ja, ich sag mal, bei einem Krieg wäre. Normalerweise. Bevor einer ausbricht. Dialog. Das ist der einzige Weg. Weil das der Alten das nicht gefällt, ist wie sich. Ich gehe allein und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber North, ich muss es versuchen. Ja. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Komm einfach zurück. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören sie zu. Oh Gott, ich und die richtigen Worte. Ich hab verkackt. Sie schlachten sich gegenseitig seit Jahrhunderten ab wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendwelcher Götter. Sie werden sich nicht ändern. Gewalt liegt in ihren Genen. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Aber nicht so. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Wir sollten nicht wie sie werden, North. Wir erreichen die Freiheit mit anderen Mitteln. Ich hoffe, du hast recht. Ich auch. Und weh, du zündest das Ding. Was immer morgen passiert. Du sollst wissen, dass ich froh bin, dich zu kennen.
Ich gehe zu den anderen. Pass auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren. Gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Was soll denn das? Du bist einer von uns. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Du kommst jetzt mit! Wir sind auch dein Volk. Wir kämpfen auch für deine Freiheit. Du musst nicht länger ihr Sklave sein. Für sie bist du nichts. Du bist nur ein Werkzeug für ihre Drecksarbeit. Aber du bist mehr als das. Wir alle sind mehr als das. Bleib zurück, oder ich schieße. Ah, Mist. Hast du denn nie irgendwelche Zweifel? Hast du nie etwas Irrationales getan? Als ob da etwas in dir wäre? Vielleicht mehr als dein Programm. Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Entscheide dich jetzt. Natürlich werden wir Abweichler. Komm schon. Brecht durch, hau drauf. Nee, Marcus nicht aufhalten. Achso, das Racen war ein. Also ich will den nicht. Bitte habe ich mich nicht falsch entschieden. Ne? Gott sei Dank. Ich bin ein Abweichler. Amanda hasst uns. Haha. Sie werden Jericho angreifen. Was? Wir müssen hier weg. Scheiße. Der Korridor da drüben!
Ob und wie wir diesen Überfall überleben, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Detroit Becomes Human. Wenn es euch gefallen hat und keine Folge mehr verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.